Und damit willkommen zurück zu Death Stranding. Ich weiß noch gar nicht, was uns jetzt in dieser Episode alles erwarten wird, aber ich hoffe, wir kommen zu Amelie und es gibt dann einen klaren Stand-off. Kann sie irgendwie noch gar nicht ganz fassen, dass sie jetzt vielleicht doch die ganze Böse hinter dem Ganzen ist. Und die Frage ist, wer ist sie jetzt eigentlich? Aber zuerst müssen wir ja mal diese Kryptobioten da holen für Fragile, die ja nicht eh auf der ganzen Welt sehr verteilt sind. Und das mit ihm war auch total schräg. Weißt du, was heute für ein Tag ist, Baby? Heute wäre ein ganz besonderer Tag, wenn deine Mama nicht. Du bist noch nicht geboren. Aber je mehr Katzen, desto besser, oder? Schon bald darfst du hinauskommen in die echte Welt. Versprochen. Und dann können wir richtig feiern. Also, alles Gute. Er hat schon eine sehr starke Meinung. Boah, shit, wir sind einfach richtig fett gepackt mit Waffen. Ja, ja. Aufträge für Sam. 30 Kilo? Nicht untertauchen. Okay. So, vom Auto her, will ich ein Auto oder will ich ein... Ich will einen Truck. Fahrzeuge rausholen, vielen lieben Dank. Vergiss nicht, dass dieser Behälter nicht luftdicht ist. Er darf nicht einmal teilweise unter Wasser getaucht werden. Okay. Alles umladen und das, was hier benutzt ist. Warte mal, mache ich mal mit X. Das können wir eigentlich alles da lassen. Sonst irgendwas? Abladen, bitte, danke. So, hätte gerne noch so ein Blutgranate. Leiter. Auf dem Rück. Ja, wird schon passen, ne? Stiefel sind auch gut. Okay. Okay, das ist mal ganze Müll. Sehr geil. Wobei, das hätte man jetzt auch recyceln können, ne? Soll ich das machen? Ah, komm. Machen wir das schnell. So, her damit. Ja, ich weiß. So, da kommt. Ja, ich weiß. Warte mal. Netzwerkverbindung. Nein, jetzt habe ich das umsonst gemacht. Okay. Dann tue ich sie wieder abladen. Schade. Aber der Gedanke, glaube ich, war der richtige. So, abladen. Danke. Ja, ist ja gut. Ich will mich doch nur stabilisieren. So, hier machen wir jetzt schon lange nicht mehr. Wir könnten... Ach, wer was? Ich mache mal jetzt hier mal den Pfad. So, einmal so. Straße wäre hier auch nicht schlecht gewesen. So, einmal so. Einmal so. So, einmal da so rüber. Da sind hier ein Haufen Leute vorbei. Ach stimmt ja, da war ja das Gebiet von denen da, die hier nerven.
Und das war GD-Gebiet hier. Ist das cool? Wir werden dann hier irgendwie so drüber gehen. So. Ja, nicht unter Wasser. Das wird jetzt hier spannend. Okay, düsen wir. Oh. Wetterbericht vielleicht noch. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Oh. Ja, Dauerregen einfach. Alles klar. In dieser Region fällt jetzt schon seit einer Weile fast ununterbrochen Zeitregen. Deshalb ist alles, was du hier draußen für uns gebaut hast, völlig zerstört. Die gute Nachricht ist, dass wir deine gesamte vor Ort gelagerte Fracht bergen und in Capital Not Cities Verteilerzentrum bringen konnten. Das war schön. Die weniger gute Nachricht ist, aufgrund der Netzwerkprobleme funktionieren chirale Drucker momentan nicht. Angesichts der Umstände solltest du darüber nachdenken, andere Boten um Hilfe zu bitten. Aber das ist deine Entscheidung, Sam. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. So wie immer. Warum stehen hier die ganzen Fahrzeuge rum? Und das war's wieder mit dem Umsatz. So, einmal hier rauf. Ah, bist du noch ganz am Anfang, so ohne Fahrzeug? Alter, nein, Truck, nein, nein, mach bitte nicht das schon wieder. Komm, 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 komm. Fahr nach oben, fahr nach oben, fahr nach oben, fahr nach oben. Dankeschön. Hier rauf. Ah. Hallo, GDs. Kannst du jetzt mal bitte fahren? Alter, ich hasse es. Ah. Hey, wenn er mich aus dem Fahrzeug zieht, aber dann, ne? Was zum... Nein, oder? Ach, da unten. Warte mal, das sind ja eigentlich nur Bomben, ne? Ich würde das irgendwie gern speichern. Komm, wir düsen jetzt einfach mal durch. Da ist noch ein Fahrzeug. Wow, scheiße, das ist alles voll hier. Oh, 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 fuck. Ich glaube, ich soll da halt auch nicht reinfahren. Komm, hier rauf. Nein, ich glaube, das war falscher Weg. Oder doch richtig? Okay. Überhaupt nicht abnormal. Nein. Nein. Moment. Scheiße. Nein, fuck, 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 fuck. Na toll. Und das ganze Ding gegen Baden. Bob. So eine Scheiße.
Wo kommst du her? Komm. Nein, so knapp! Ich muss hier weg. Alter, nur so minimal hat er noch was. Na, wo kommst du her? Wo? Ach, da. Okay, erledigt. Oh. Sturmgewehr. Nehme ich doch gerade mal mit. Ah, wetten, dass das nochmal passiert. Das Schlaue ist, dass ich sage, vielleicht alles in den Truck reinladen. Oh, komm. Oh, rein in den Truck. So eine Scheiße. Oh, ich glaube, Ideen sind jetzt kein Problem mehr. Das erste. Oh, geil, die Brücke steht. Das ist sehr gut. Oh, nice. Station. Vielleicht mal so ein Aufladeding. Oh, warte mal. Das da hinten war ja auch wieder GDI-Gebiet. Ja, wir bleiben einfach auf der rechten Seite. Naja, ich weiß, dass du wieder am Reagieren bist. Da, das nächste Fahrzeug. Warum sind das auf einmal so viele? Ja, ja, komm, hab mal deinen Moment. Ey, ich will heute noch mal ankommen, bitte. Ja, leider. Komm, fahr. Nein. Alter, fahr. Alter, dass ich immer anhalten muss. Das ist so nervig. Da können wir echt drüber aufregen. Ja, danke, Schild. Hab's gerade bemerkt. Oh. Da habe ich die Moves viel lieber, ey. Warte mal, warum habe ich so wenig Blut? War deswegen die ganzen Bomben? Na geil, Terroristen. Ja, geil. Die sind jetzt auch extremer. Die waren aber am Anfang nette. Rechten Kryptodioten. Wollen wir mal kurz aufladen? Keine da.
Komm, turbochargen bitte. Ein Stückchen noch. Und los geht's. Ah, super Gelände hier wieder. Oh, Truck beschädigt. Gute News. Bitte. Aller Kinder. Nein, nein, nein. Oh nein. Okay. Ups. Scheiße. Was? Alter, lauf. Lauf, 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 lauf. Alter, wie bitte? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche hier Zeugs. Ich brauche Zeugs, 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 Zeugs. Schrotflinte. Alter. Nicht genügend Blut? Alter, was? Alter, nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Alter, Fracht, gib her, gib her. Alter, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein, 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 nein. Alter. Steh auf. Alter, Alter, Alter. Kannst du jetzt mal bitte aufstehen? Hallo. Ja. Wie gemein ist denn das? Ich meine, einer ist schon schlimm. Aber dann eine ganze Armee. Leute. Wir haben so ein bisschen Terraforming betrieben. Upsi. Okay, krass. Ja. Okay. Naja. Immerhin. Die Viecher sind weg. Ich hoffe zumindest. Alter. Irgendwie cool. Ja, liebes Schild, ich glaube, du warnst jetzt mal lieber vor was anderem. Aber dass sie ja das ganze Zeugs verloren haben. Das ist halt schon für den Arsch. So. Komm, ich will ins Fahrzeug rein. Oh, bitte lass es das letzte Mal gewesen sein. Oh, komm, kommen wir mal. Ja.
Es war hier schon. Ah, sollen wir die Brücke da hinten nutzen? Macht irgendwie Sinn, ne? Was ist jetzt? Was? Ah. Kann ich bitte einfach ankommen, ohne dass irgendwas passiert? Okay, geben wir jetzt mal extra Gas. Nein! Nein, echt jetzt? Alter, ihr könnt's mich mal! Das geht doch! Jetzt doch. Ja, genau. Und ich habe wieder nichts. Ja, toll. Dankeschön. So eine Scheiße. Gibt's da noch mehr von den ganzen Zeugs? Oh ja. Da hinten. Und von wo diesmal? Von da. Schrotflinte. Komm, aufnehmen. Kryptobiot. Her damit. Ich glaube, wir gehen mal auf eine größere Wumme. Raketenwerfer. Ich brauche ja noch mehr gutes Kreuz. Oh, da hinten ist er. Komm jetzt! Nice! Oh, geil! Geil! Die helfen mir! Wow, 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 wow! Ich hätte mich mehr bewegen müssen. Habe ich schon einen Raketenwerfer? Nee, ne? Okay, komm, lauf mal. Scan, 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 scan. Ach, Goodies. Oh ja, geil.
Okay, nach da hinten laufen, komm. Oh, geil. Komm, 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 komm. Oh, da wäre noch ein Blutbeutel gewesen. Ah, Raketenwerfer. Granatenwerfer ist es. Ja, keine Ahnung. Vierfach Raketenwerfer. Komm, geh schneller. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Na? Wo ist er? Da hinten. Schnell weg hier. Ich brauch Goodies. Kryptobiot. Komm, schneller, 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 schneller. Da kommt schon wieder. Oh, und heiße, rein. Fuck. Leute, gebt's mal Goodies. Stimmt ungefähr. Oh ja, ich muss da noch da hinten. Komm. Und Blutbeutel. Komm, 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 komm. Ich darf nicht drauf gehen. Komm, 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 komm. Wo ist er? Wo? Ach, da hinten. Alter, schnell weg hier. Gib her. Gib, 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 gib. Ja, gib her. Schnell, 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 schnell. So, Waffe wechseln. Vierfach Raketenwerfer, gell? Komm. Da, Blutbeutel. Komm, 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 komm. Wo? Wo? Alter. Jetzt schießt er auch mit so... Ah, nee. Aber wir müssen hier weg. Weg, 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 weg. Scheiße. Ah, danke. Sturmgewehr. Komm, 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 gib her. Gib. Oh, fuck. Benutzt. Ablegen. Alt, 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 alt. Nicht stehen bleiben. Vierfacher Raketenwerfer. Komm, 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 komm. Kommt der Bios. Okay, Blutbeutel. Komm her. Wo bist du? Komm. Hab ich's geschafft? Schön, dass er da noch in der Animation drin bleibt zum Schießen. Ich wollte doch nur Bioten abliefern. Nein, bitte kein zweites Mal.
Ja, dafür habe ich jetzt 5 Millionen Kristalle, oder? Ja, geschafft, Sam. Ich könnte dich küssen, du großartiger Mistkerl. Ich dachte, alles wäre vorbei. Okay, sind das alles Kristalle? Nee, Kryptobiot. Oh. Was? Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, haben wir noch irgendwo Blutbeutel oder sowas? Ah ja, da ist ein Blutbeutel. Ah, so ein Scheißdreck. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Alter, wie viel Kristalle! Ja, das nehme ich natürlich mit. Könnte man ja dann spenden oder sowas. Für andere Spieler. Okay, wenn ich da jetzt nicht einen Haufen kriege, dann weiß ich auch nicht. Oh, geil. Oh, ich kann das gedrückt halten. Alter. Die ganzen Kristalle, Alter, wie geil. Alter. Okay, das sind ein paar. 5000. Holy smokes. Wie viel kann ich stapeln? Komm, nicht übliches Sturmgewehr. Ich kann nicht mehr einladen. Okay, wir müssen ein bisschen umladen. Halten wir mal mehrfach Auswahl. Okay, laden auf Truck. So, und das da. Achso, nein, das tue ich jetzt mal lieber nicht weg, weil sonst hebe ich es nur wieder auf. So, unser Haupt, das Wichtigste da. So, Sturmgewehr. Komm, nimm's. So, und los geht's. Oh, ich dachte, das wird einfach eine super chillige Fahrt, aber... Fahrzeug ist auch fast im Arsch. Hallo? Aufmachen? Dankeschön. Ach, das war ja gleich hier, genau. So. Immer bitte wieder sauber machen und heile. Und wir geben mal unsere Fracht ab. Was? Soll ich denn das jetzt abliefern? Was ins Private runter? Jo, du schaust ein bisschen fertig aus. Ich glaube, du brauchst eine Dusche. Okay, cool. Noch mal kurz duschen. Das kann ich jetzt gar nicht skippen.
Wieso konnte ich das am Anfang nicht skippen? Hä? Aber wie tue ich denn das jetzt abliefern? Liefere ich die Kryptobioten? Ah, ich glaube, ich muss eins weiterfahren, ha? Machen wir das mal. Naja, der ist wenigstens heile. Noch so eine geile Überraschung hätte er nicht überlebt. Bitte Spiel, lass mich da einfach hinfahren. So, Entwitz. Gott sei Dank hast du es geschafft. Fragile liegt nun schon eine Weile im Koma. Aber mit den Kryptobioten, die du gebracht hast, sollten wir sie wecken können. Und mit etwas Glück braucht es nur ein paar weitere, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Gut gemacht, Sam. Ah, Dead End Screen. Das ist so unpassend. 7 Kilometer. Okay. 35 Stunden spiele ich das jetzt schon. 190 Kilometer. Ja, läuft. Sam. Du bist zurück. Das war sicher eine harte Reise. Vor allem ganz allein. Aber jetzt ist das gesamte Team wieder beisammen. Das ganze Team? Die Hardman auch? Es waren zu viele Reisen zu Stränden und zurück in der kurzen Zeit. Chirale Materie hat ihre Zellen kontaminiert und eine Art Jetlag auf Molekularebene verursacht. Das brachte ihre homöostatischen Mechanismen durcheinander. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr, aber sie braucht etwas Ruhe. Also wo ist der Direktor? Er wird in einem anderen Raum versorgt. Bridges Personal hat ihn vor der Isolierstation gefunden. Ähnlich wie bei deiner Rückkehr von Cliffs Strand. Selbst nach der Dekontamination brauchte sie mehr und mehr Zeit, um sich zu erholen. Sam, du hast es geschafft. Hungrig. Danke. Anscheinend brauchst du mich doch. Wer hätte das gedacht? Aber die Uhr tickt. Habe ich recht? Sam ist hier. Der große Lieferant. Der einzige, der Amelies Strand erreichen kann. Du bist nicht in der Verfassung dafür. Das ist weder gut für dich, noch für Sam. Bei meiner eigenen Suche nach Amelies Strand habe ich etwas Außergewöhnliches bemerkt. Wenn man Strände mit einem Multiversum vergleicht, existiert ihre wohl auf einer höheren Ebene als unsere. Ich kann die Strände anderer Leute betreten, aber ihre ist unerreichbar für mich.
Er ist unsichtbar, unzugänglich. Selbst für Fragile, fürchte ich. Stellt es euch mal wie einen Blutkreislauf vor, ja? Jeder unserer Strände bildet eine einzelne Kapillare. Aber Amelies Strand ist das Herz, das das Blut zum Rest von uns pumpt. Kapillare sind dem größeren Ganzen untergeordnet. Dieses Ganze wird vom Herzen reguliert, das die Richtung vorgibt. Es regelt den Fluss. Es regelt alles. Kontrolliert alles. Versteht ihr nicht? Sie hat die Kontrolle. Du schaffst es vielleicht, gegen die Flussrichtung zu reisen und sie zu erreichen. Aber wenn du das tust und sie dich dann nicht gehen lassen will, dich bei sich behalten will, kann sie das. Fragile und der Hartmann sind von ihrem Strand entkommen, oder? Ich schätze, das hat sich so ähnlich abgespielt wie bei dir. Ich bin nicht entkommen, weil ich es wollte. Ich wurde gezwungen, zur Wiederkehr sozusagen, von ihr. Gezwungen? Warum? Es ist nur eine Theorie, aber sie will dich. Sie will, dass du zu ihr kommst. Das ist ihr letzter Wunsch, meinst du nicht? Das ist es. Amelie ist die Ehe und das ist ihr Endspiel. Nochmal zur Sicherheit. Wenn ich die letzte Strandung aufhalten und heil zurückkommen will, muss ich zu ihrem Strand reisen und sie umstimmen. Stimmt das schon? Genau. So klischeehaft es klingt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber dass du Erfolg haben wirst, glaube ich kaum. Wenn du sie nicht zur Vernunft bringen kannst, musst du sie töten. Und wenn du sie tötest, rettest du die Welt, bist aber außerhalb von ihr gestrandet. Für immer. Machen wir es doch offiziell. Bist du bereit, das Paket zuzustellen? Also Selbstmordmission. Also übertragen im Sinne. Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt verzögert es nur das Unvermeidliche. Egal. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken, zumindest kurz. Tja, da fällt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig, nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Leute, die an die Zukunft glaubten. Und an mich. Die sich nicht geschlagen gaben und auf die Hoffnung warteten. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst? Ich bin doch so oder so am Arsch, oder? Kümmere dich um Lou.
Mach ich. Östlich von Portmore City gibt es keine aktive Truppmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie. Okay, ich weiß nicht, ob man sie wirklich überreden kann, aber eigentlich würde ich gerne ihren Standpunkt gerne mal hören. Warum diese ganze Wende, warum das falsche Spiel? Sam. Da bist du ja. Warum? Oh, lass mich raten, ich muss da rüber. Amelies Strand. Finde Amelie. Huh. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal ein Episodenende. Vermutlich ist das jetzt die vorletzte. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt. Aber ich glaube, jetzt kommt dann wirklich nicht mehr viel. Andererseits, Death Stranding speziell. Sollte die nächste Episode aber stark zu kurz sein, weil es das Ende recht schnell da sein sollte, werde ich die zweite Episode eigentlich hier an die anknüpfen. Also wenn es dann gleich einen Cut gibt nach dem Ende, dann wisst ihr, okay, es geht nur weiter. Ansonsten, wenn ihr das normale Outro seht, dann kommt noch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo und dann
weiterhin eine gute Reise. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.